Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich bin im Moment ziemlich müde, weil ich schon um 4.20 Uhr heute Morgen aufstehen musste. Und ich bin um 5 Uhr, habe ich mir ein Taxi genommen und bin dann zum Flughafen gefahren, wo ich gerade angekommen bin. Und jetzt muss ich erstmal einchecken, weil es heute weitergeht. Wohin, das werdet ihr im Laufe des Tages sehen. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen Zeit, aber wie gesagt, muss jetzt erstmal mein Gepäck loswerden. Ich habe jetzt meinen Rucksack hier in diesen großen Sack gepackt und hoffe, dass das natürlich jetzt soweit passt. Der Flug ging ungefähr anderthalb Stunden. Jetzt ist es hier 10 vor 10 und um 11 Uhr geht es dann mit dem Bus weiter. So, ich habe mein Gepäck jetzt hier in diesen kleinen Bus hier eingeladen und gleich in so 10 Minuten geht es los. Erstmal 2 Stunden fahren bis zum Hafen und dann geht es weiter mit dem Boot. Ich habe jetzt meinen Platz gefunden und aufgrund meiner bescheidenen Größe darf ich auch ganz vorne sitzen. Wir machen jetzt eine 10-minütige Pause und ich muss sagen, die Fahrt mit dem Bus ist schon ein bisschen abenteuerlich irgendwie, dadurch, dass ich so extrem müde bin. Es ist natürlich ziemlich blöd, wenn man dann irgendwie mit 120 über die Straßen brettert und irgendwie links, rechts einfach überholt, wenn man gerade lustig ist. Also, naja, gibt ein bisschen was Angenehmeres, aber bis jetzt läuft alles ganz gut. Der Bus hat eine Klimaanlage, was sicherlich hilfreich ist. Von daher, ja, bin ich froh, dass es dann auch gleich wieder weitergeht. Aber jetzt erstmal was Kaltes trinken. Endlich angekommen. Ich habe auch schon mein Bootticket hier erhalten und jetzt gehe ich hier in das Gebäude da drüben zum Anlegeplatz und dann geht es in einer halben Stunde mit dem Boot los. Ich bin auf dem Boot, Sicherheitsweste an, das heißt, es kann gleich losgehen. Wir machen jetzt gerade einen kleinen Zwischenstopp, um Fotos zu machen, so 20 Minuten. Aber naja, so richtig nötig wäre das irgendwie nicht gewesen, finde ich. So, ich bin jetzt hier auf so einer Zwischenstation. Das Speedboat haben wir verlassen und müssen jetzt in so kleinere Boote umsteigen, um dann endlich auf die Insel zu kommen. So, ich bin hier auf dem Boot und das schaukelt natürlich schon mal wesentlich mehr wie das andere. Ich bin jetzt auf der Insel und auf dem Weg zum Hostel. Allerdings jetzt bisher der Weg, den ich hier laufe, der ist nicht besonders schön. Aber naja, es wird bestimmt besser.
bin am Pattaya Beach von Koh Lipe angekommen und muss sagen, hier lässt es sich ganz gut leben. Ich hatte bisher noch nie so warmes Wasser gehabt, wenn ich im Meer war oder am Meer. Und ja, also ich bin ganz zufrieden damit. Ich komme gerade aus dem Hostel, bin vorhin nochmal zurückgelaufen, wollte eigentlich nur kurz was holen, habe mich kurz hingelegt und bin natürlich eingeschlafen, weil ich so unglaublich müde war. Jetzt ist es hier ungefähr 9:30 und ist ziemlich wenig los, also merkt schon, dass hier Nebensaison jetzt ist. Ansonsten habe ich mir jetzt eben was zu essen bestellt, hoffe, dass es natürlich jetzt möglichst schnell noch irgendwie kommt. Und ja, ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.